Hallo und herzlich willkommen zu meiner Espresso-Lieferung. Ich habe hier bei meiner Espresso-TV schon oft mit euch über eure Stimme, über die Stimme im Allgemeinen gesprochen. Ich habe Stimmübungen präsentiert und ich habe die ein oder andere Idee gehabt und präsentiert, wie ihr eure Stimme verbessern könnt. Heute möchte ich etwas zum Thema Stimmhygiene sagen. Es gibt ja einige von euch, die ihre Stimme beruflich einsetzen, sei es jetzt als Trainer, sei es als professioneller Sprecher, als Moderator beim Radio, vielleicht sogar beim Fernsehen. Und es gibt die allfälligen Tipps, immer genügend trinken, damit die Stimme, damit also der Rachen und der Rachenraum auch feucht gehalten wird, damit das Ganze nicht austrocknet, Räume gut lüften etc. pp. Und es gibt eine Vielzahl solcher Hinweise, wie eine Stimme geschmeidig gehalten werden soll, beziehungsweise soll man davor bewahrt werden, sich vielleicht zu erkälten und seine Stimme zu verlieren, sodass die Menschen, die beruflich mit ihrer Stimme arbeiten, dann plötzlich keine Stimme mehr haben. Ich bin jetzt seit 2003 selbstständig und lebe von diesem Beruf und habe Sommer wie Winter Aufträge, wo ich manchmal bis zu 5 Tage oder einmal sogar 7 Tage am Stück meine Stimme für mehrere Stunden am Tag im Workshop gebrauche. Zugegebenermaßen natürlich mit einem Mikrofon, mit einer Verstärkung, weil sonst wäre das wirklich, glaube ich, dann tatsächlich ein riskantes Unterfangen. Ich habe mir in dieser Zeit noch nicht einmal Gedanken darüber gemacht, dass ich mich eventuell erkälten könnte oder dass ich mir eine Stimmbandentzündung hole. Einige von euch werden vielleicht sagen, Glück gehabt, das kommt schon noch. Aber wie gesagt, seit 2003, das ist schon eine lange Zeit. Und ich glaube, es ist ein spezieller Tipp, der mir geholfen hat, dass meine Stimme immer schön geschmeidig ist, wie der Franzose sagt. Und zwar ist das der Tipp, erstens, oder das sind 2 Sachen, erstens, nicht so viel darüber nachdenken, sondern einfach gut zu sich sein. Und zweitens, natürlich seiner Stimme eine Zeit der Erholung bieten. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich den ganzen Tag gesprochen, also wirklich, bei Workshops kann es sein, dass ich wirklich 6 Stunden auf der Bühne bin und von diesen 6 Stunden gefühlte 4 bis 5 Stunden tatsächlich spreche, etwas sage. Selbst wenn es nur 2 bis 3 Stunden sind, ich habe das noch nie genau ausgerechnet, wie viel ich dann spreche, also ich spreche dann wirklich sehr, sehr viel. Und abends dann wundern sich einige, ja Mensch, dann sagen die, Mensch, Tom, komm doch noch mit, wir gehen noch ein Bierchen trinken oder wir gehen noch ins Restaurant und etwas essen. Also da mache ich das anscheinend instinktiv richtig, da ziehe ich mich gerne zurück auf mein Hotelzimmer und dann mache ich einfach nur noch ein bisschen lesen und so und dann wird meine Stimme ja auch geschont, sodass sie am nächsten Tag dann wieder fit ist. Ich habe mal einen sehr lieben Freund und Kollegen, der hat mal auf einem seiner eigenen Workshops am ersten Abend, glaube ich, war es eine dynamische Meditation mitgemacht und bei einer dynamischen Meditation, da wird auch schön geschrien und da hat er sich sehr, sehr verausgabt, sodass er am nächsten Tag dann etwas heiler war. Aber mit viel Bravour und mit einem Vertrauen in die eigene Stimme hat er das dann wieder wettgemacht. Und das ist der Tipp für heute, sei gut zu deiner Stimme, denk nicht allzu viel darüber nach, was damit passieren könnte, was mit deiner Stimme passieren könnte. Und das war's auch schon. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen wieder hier bei meinespresso.tv. Wenn ihr mehr Tipps zum Thema Stimme haben wollt, dann schreibt das unter dieses Video bei YouTube. Oder sendet mir eine E-Mail. Ich freue mich über jede Zuschrift. Bis dahin, eine schöne Zeit und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen schon wieder hier bei meinespresso.tv. Tschüss.